Ja, willkommen im Buchladen Neusser Straße in Köln. Wir haben heute hier einen Gast, mit dem wir sprechen über ein neues Buch. Es geht um Frieda. Und zu Gast ist Maren Gottschalk. Hallo. Hallo Maren. Hallo. Nach diesem sehr förmlichen Einstieg können wir uns jetzt entspannen. Ja. Maren Gottschalk ist da, Radiojournalistin, Historikerin und Autorin. Und du hast ein neues Buch geschrieben. Die Frieda. Genau. Die Frieda. So sieht es aus. Sehr schön geworden. Schönes Cover. Schönes also, Cover, ja. Ja. Und du erzählst von Frieda Kahlo. Als ich angefangen habe, das Buch zu lesen, da fiel mir etwas auf. Frieda Kahlo, man glaubt ja, sie zu kennen. Frieda Kahlo ist wirklich so eine Ikone der Kunst und auch der Popkultur. Ne? Es gibt so die Frieda-Mania, wir haben auch verschiedene Devotionalien sehr hier. Sehr viele, ja. Ne? Etwa so Streichholzschachteln mit Frieda und Glitzer. Kleine, hoppla. Kleine Totenfiguren, die gehören auch zur Frieda-Mania. Ja. Also jede Menge, es gibt Bettwäsche mit Frieda, es gibt Socken mit Frieda, es gibt Notizbücher mit Frieda, Viva la Frieda und eigentlich ist sie dadurch sehr präsent. Man glaubt sie zu kennen und ich hatte mir selber mal überlegt, was weiß ich eigentlich über sie, ne? Gut, so Mexiko, Malerin, so eine Ahnung von Versehrtheit, dann natürlich die farbenprächtige Kleidung und eigentlich eine ungewöhnliche Erscheinung. Und dann hört es schon auf. Frieda. Wer ist Frieda und warum sprechen wir eigentlich immer noch von ihr? Ja, Frieda Kahlo war wirklich eine der, oder vielleicht ist sie die bedeutendste Malerin sicherlich Mexikos, aus ihrer Zeit sicherlich. Sie war eine unglaublich spannende Persönlichkeit, die eben bis heute die Leute fasziniert. Das ist wirklich ungewöhnlich. Eigentlich war sie zu ihren Lebzeiten gar nicht, natürlich nicht so bekannt wie heute. Sie war Malerin, sie hat nicht Malerei studiert, sie hat sich das Malen eigentlich selber beigebracht, hat dann auch sicherlich viel gelernt bei ihrem Ehemann Diego Rivera. Sie war die Tochter eines Fotografen, der deutsche Wurzeln hat und einer sehr christlich eingestellten, etwas engstirnigen Mama, ist in Coyoacán aufgewachsen, ein Vorort damals von Mexico City, heute gehört es dazu, im Blauen Haus, wie wir das heute nennen, damals hieß es natürlich auch noch nicht das Blaue Haus und ja, sie hatte als Kind schon Kinderlähmung, sie hatte eine wirklich große, schwierige Phase als Kind und dann später hat sie eben mit 18 Jahren einen sehr, sehr schweren Unfall erlitten, mehrere Brüche am Rücken, mit einer Eisenstange durchbohrt, also ein sehr, sehr schlimmer Unfall und dann musste sie sehr, sehr lange liegen und in der Zeit hat sie eben begonnen zu malen. Ja. Ihre Mutter hat ihr eine Staffelei anfertigen lassen, mit der sie im Bett liegend malen konnte. Und das ist eben das, das hat sie dann halt immer weiter betrieben und sie hat auch sehr schnell sehr gut gemalt und vor allem eben ihre ja, ikonenhaften Selbstporträts gemalt, sich eben sehr viel mit sich selbst beschäftigt und das ist so das, was uns heute glaube ich auch noch sehr fasziniert. Natürlich hat sie nicht nur sich gemalt, aber sehr, sehr viele Porträts, jedes dritte Bild glaube ich von ihr ist ein Selbstporträt. Ja, und es ist ja schon auch sehr außergewöhnlich, also die Bilder fallen ja sehr auf. Sie sind ja auch sehr farben, auch die sind sehr farbenprächtig, ja. So wie ihre Erscheinung sind ja eigentlich auch ihre Bilder. Und sie erscheint uns halt auch immer noch so sehr nah. Wie erklärt sich vielleicht auch so diese Nähe? Wie kommt das, dass jemand, die jetzt ja auch schon einige Jahre tot ist, ja. Ja, ich denke, das hat damit zu tun, dass sie in ihren Bildern sich selber sehr geöffnet hat. Sie hat ja sogar in manchen Bildern ihren Körper geöffnet und sozusagen einen Blick hinein uns blicken lassen. Sie hat sehr schonungslos ihre Versehrtheit gezeigt und gleichzeitig hat sie sich in ihren Porträts eben auch sehr schön gezeigt. Also sie hat ja auch mit ihrer Kleidung diesen versehrten, zerstörten Körper oder eben sehr verletzten Körper übertüncht, sozusagen übermalt. Und das ist so eine Spannung, glaube ich, die uns so eine besondere Tür öffnet zu einer Persönlichkeit, wo man sagen kann, ja, sie ist damit sehr offensiv umgegangen und gleichzeitig sie hat sich verborgen und versteckt zugleich. Und ich glaube, das ist so eine Spannung, die einen ganz nah ran holt an Frieda. Ja, und du erwähntest ja schon, ne, also zu der Zeit war sie ja noch gar nicht so bekannt. Also sie ist ja dann auch erst so
populär geworden. Mhm. Und es gibt da ein entscheidendes Jahr offensichtlich, ne, was also genau. auch sie als Künstlerin nochmal ja, auch weitergebracht hat, auch ja. anerkannter gemacht hat. Und das ist auch das Jahr, dem du dich in deinem Roman widmest. Genau, es war ganz klar für mich, dass ich, als ich wusste, dass ich diesen Roman schreiben werde, dass ich dieses Jahr nehmen wollte, also 1938, am 1. November, beginnt ihre allererste Einzelausstellung in New York. Also es war überhaupt ihre erste Einzelausstellung in einer sehr, sehr namhaften Galerie bei Julian Levy. Und ein paar Monate später hat sie eine fast eine Einzelausstellung in Paris. Und insofern ist das für sie als Malerin eine ganz, ganz wichtige Zeit. Denn jetzt wird sie auch wirklich von größeren interessierten Menschengruppen sozusagen wahrgenommen, von Kunstinteressierten von der Szene in New York und auch in Paris. Auch gleich sehr, sehr bewundert. Also alle Größen, auch in Paris, Picasso, Kandinsky, alle fanden es großartig, ihre Bilder. Und gleichzeitig ist dieses Jahr auch eines einer ganz besonderen Liebe. Ja, ne, du sprachst ja schon, dass sie in einem großen Kreis, in einem großen Netzwerk eben auch war und man erfährt viel in dem Buch über Frida selbst und kommt ihr natürlich auch näher. Man erfährt aber eben auch, dass es da auch Männer gab, die eine große Bedeutung für sie hatten. Du erwähntest ja auch Diego schon, ja. ihren Ehemann. Diego Rivera war ja nun auch der berühmteste Maler Mexikos. Also ja. sie hat tatsächlich einen Mann geheiratet, der ihr alle Türen auch geöffnet hat. Das muss man auch mal dazu sagen. Mhm. Also Frida hatte sozusagen das Glück, mit diesem Mann gleich in die Szene der Politik, der Künstler, der Schauspieler, der Journalisten, der Literaten hineinzukommen. Diego war einfach ein Kontakter sozusagen. Der mhm. hat immer Menschen um sich geschart und davon hat sie natürlich profitiert. Ja, wenn wir so an Netzwerke denken, da dachte ich natürlich auch gerade aus heutiger Sicht, dass das auch nochmal sehr interessant finde ich. Wie sind eigentlich solche Netzwerke entstanden? Mhm. Auch gerade Landesgrenzen übergreifend, Kontinente mhm. übergreifend. Denn ich meine, wir haben natürlich jetzt so das Internet, ne, können natürlich auch digitale Kontakte pflegen. Ja, das war fliegen. Ein bisschen schwieriger damals. Ja. Aber ja, Diego und Frida sind ja auch nach Amerika gezogen, als Diego große Aufträge hatte dort. Er hat ja Murales gemalt, also Wandgemälde. Mhm. Und musste dann vor Ort auch immer gleich ein paar Monate sozusagen bleiben und brauchte dann Assistentinnen und Assistenten. Also die Assistentinnen waren leider oft auch dann seine Affären. Das war für sie natürlich ein großes Problem. Und hat dann vor Ort eben gleich Menschen um sich geschart. Entweder haben sie ihn bei der Arbeit unterstützt oder sie haben sich auch dafür interessiert, was er machte. Und hat eben sofort Freundschaften, Beziehungen geknüpft. Und auf diese Beziehung konnte sie dann auch zurückgreifen, als sie alleine dann nach New York gezogen ist. Denn in dem Jahr spielte Diego eigentlich gar nicht so eine große Rolle, nee, sondern er war nicht da, ja. Sie war ein anderer Mann trat in ihr Leben. Ja, Nicolas Murray, ich finde ja, ja du musst ich würde ihn gerne mal zeigen, ja. also weil man ja. weiß ja, wie Diego Rivera ausgeschaut hat. Der war ja nicht so wirklich hübsch, er war schon interessant auf jeden Fall. Aber Nicolas ist schon ein wirklich toller Typ gewesen. Ich will ihn dir mal zeigen. Hier ist er mit Frida zusammen drauf. Mhm. Das ist auch ungefähr aus der Zeit, vielleicht ein bisschen später entstanden das Foto. Ein Ungar, geborener ja. Ungar, der nach New York gekommen ist und so eine Bilderbuchkarriere auch hatte. Also mit ein paar Dollars in der Tasche nach New York gekommen. Ein ganz erfolgreicher Fotograf geworden, der sich eigentlich zweimal neu erfunden hat, auch nach der Great Depression, also nach dem großen wirtschaftlichen Einbruch. Ja, und der hat ja auch die allerschönsten Fotos von Frida gemacht, muss man wirklich sagen. Das liebende Auge. Das liebende Auge, genau. Er war charmant, er war ein totaler Womanizer, er war Fechter. Er hat sogar bei den Olympischen Spielen mit der Mannschaft der USA sogar eine Medaille gewonnen. Also er war wirklich ein toller Typ. Und ich glaube, er war auch ausgesprochen sympathisch. Du hattest ja deine Premierenlesung via YouTube übertragen, eine Livestream-Lesung damals und die gibt es auch noch auf deinem YouTube-Kanal mhm. und ist auch auf deiner Website verlinkt. Genau, da findet man die Und auch, ich ja. erinnere mich, da gab es diese eine Szene, eine intime Szene so zwischen Frida und Nicolas und da merkte man auch, dass du dich... Also wie sehr er dich so fasziniert hat, glaube ich. Ne? Es war wirklich eine Szene, da hatte ich auch wirklich Gänsehaut. Also mhm, standen förmlich die Haare zu Berge. Und wie
Also nun ist es ja ein Roman, den du geschrieben hast, ja, und keine Biografie. Aber das ist auch so eine Geschichte. Ja, das ist so eine Geschichte, die auch so spannend ist, weil ich wusste, dass die beiden eine heimliche Beziehung hatten. Die ist erst sehr spät auch sozusagen entdeckt worden, nach dem Tod von beiden erst. Und ich kannte dann die Briefe, die sie sich geschrieben haben, auch als sie dann in Paris war. Also es war eine sehr, sehr innige Liebe und dann kam sie zurück und dann endete das. Mhm. Und das Ende kennen wir eigentlich nicht. Wir wissen nicht genau, was da passiert ist. Also das musste ich mir jetzt irgendwie auch überlegen. Und naja, und ich denke mir, wenn man Menschen so beide einigermaßen kennt und sie dann so zusammenbringt, dann entstehen solche Bilder und solche Liebesszenen. Mhm. Das ist auch ein Teil des Glücks, finde ich, wenn man so ein Buch schreibt, dass man solche Szenen schreiben kann. Nun ist es ja auch nicht das erste Buch, was du geschrieben hast, sondern vor Frieda kamen ja noch verschiedene andere Bücher, andere Biografien auch über Nelson Mandela, Andy Warhol, Johannes von Gutenberg, ne, der den Buchdruck erfunden hat. Dann erschien jetzt jüngst das zweite Buch über Sophie Scholl. Das heißt, so Biografien, Geschichten von Menschen, den spürst du ja eben auch viel nach, ne? Auch unter anderem ja auch beim Zeitzeichen, ne? Der WDR-Sendung über historische Ereignisse und Persönlichkeiten. Auch da sind so Menschen wie Hedwig Dohm oder Oswald von Wolkenstein oder auch sehr schön so ein Ereignis oder ja doch ein historisches Ereignis wie der Damenfrieden von Cambrai. Das mochte ich auch sehr. Ja, total. Und da merkt man ja einfach, da kommt ja so die Historikerin durch, denke ich, ne? Wie gehst du da vor? Was ist so dein Einstieg, deine Tür eigentlich zu diesen Menschen? Also es ist eigentlich egal, ob es jetzt sich um einen biografischen Roman oder eine Biografie handelt, am Anfang erstmal gleich. Es geht erstmal darum, alles über diese Person zu erfahren, was man erfahren kann. Also eben alles zu lesen an Büchern, an Quellen, Filme, wenn es sie gibt, Bilder, das ganze Material, Orte zu besuchen natürlich. Das ist erstmal das Wichtigste. Und dann ist es natürlich so, bei einer Biografie darf ich natürlich nichts schreiben, was ich nicht mit einer Fußnote belegen kann. Mhm. Also es gibt keine wörtlichen Zitate, die ich nicht wirklich irgendwo in einem Brief gefunden habe oder wo jemand das also ganz sicher berichtet hat. Es gibt, es ist nichts Erfundenes da drin. Ganz selten vielleicht mal in der Biografie, dass ich mal eine Frage stelle, wie könnte sie sich gefühlt haben oder wie fühlt es sich an, mit ein paar tausend Flugblättern im Zimmer zu schlafen, frage ich bei Sophie Scholl. Sowas kann man mal machen, aber ganz dosiert, ganz, ganz wenig, ganz fein nur. Aber in einem Roman ist es natürlich anders. Dann hat man halt auch diese Fakten, die sind dann irgendwie beisammen, die sind dann klar und dann darf die Fantasie aber noch ein bisschen losstürmen. Und dann geht es ja darum, um Gespräche, um Situationen, um einzelne Szenen, sich die auszudenken. Und das ist eine sehr, sehr schöne Arbeit gewesen. Es ist notwendig, dass man die Persönlichkeiten, die Menschen, mit denen man sich beschäftigt, dass man sie auch mag oder wie... Eigentlich nicht. Also es ist natürlich bei einem Roman, dass man die Hauptperson ein bisschen mögen sollte, find ich schon, sonst würde ich das nicht auswählen. Grundsätzlich ist es so, wenn ich über eine Person recherchiere, dann, wenn ich mich für sie interessiere, dann wird sie auch interessant. Das ist also auch bei der Reichswasserleiche Schauspielerin, die ich eigentlich nicht besonders mochte, die mit Veit Harlan verheiratet war. Da ist es aber auch interessant, wie ist denn ihr Weg gewesen? Was hat sie erlebt? Wieso wurde sie so, wie sie war? Und wie ist sie damit umgegangen, mit Kritik und so weiter? Also man muss nicht alle Personen mögen, um über sie zu schreiben. Nein, gar nicht, finde ich. Bei Frieda ist es ein bisschen anders. Also wo, ja. Du sagtest ja auch schon, Roman, ne? Das erfordert ja schon, dass man die Personen, die man über die man schreibt oder die man auch sprechen lässt, dass man in irgendeiner Form sich auch ihnen zugeneigt fühlt. Auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und man merkt es ja auch, es gab es für dich irgendwann so einen Frieda-Moment, wo du so das Gefühl hattest oder wo du auch überhaupt diesen Menschen entdeckt hast, diese Frau, diese Künstlerin. Also ich habe als allererstes den Film gesehen, damals mit Salma Hayek und kannte vorher von Frieda Kahlo gar nichts, außer mal ein paar Bilder auf so einem Kalender vielleicht. Und war total fasziniert von diesem Film und kam aus dem Kino und habe gesagt, das glaube ich alles nicht. Das war niemals, war das Leben so,
das war auch niemals so bunt und nicht so schrill und nicht so spannend und das ist alles, das glaube ich alles nicht. Und dann habe ich angefangen, mich mit ihrem Leben zu beschäftigen und habe festgestellt, doch, das ist tatsächlich schon ihr Leben gewesen und dann habe ich eben angefangen, über sie zu schreiben und insofern weiß ich jetzt gar nicht genau, ob es zuerst, na, die Bilder waren es glaube ich nicht, es war glaube ich ihre Persönlichkeit, ihre Erscheinung, ihre, ja, auch ihre etwas derbe Art manchmal. Ich mag das auch. Also sie ist ja keine feine Dame. Also sie ist ja schon sehr zupackend, sehr direkt. Und das finde ich spannend an ihr. Also sehr, sehr offen. Ja, das liest man auch in dem Buch. Also wenn du sie, ne, wenn du sie so sprechen lässt, dann hat sie ja schon auch einen aufrichtigen, manchmal schmerzhaft aufrichtigen Ton. Ja. Und der kommt aus den Briefen, die du ja, genau, den kriegt man ganz gut mit, wenn man ihre Briefe liest. Es gibt ja sehr, sehr viele Briefe von ihr. Und da kriegt man das, also wenn man die gelesen hat, dann hat man ein ganz gutes Gefühl dafür, wie sie so drauf war sozusagen, wie direkt sie auch mit den Leuten geredet hat, wie viel Humor sie auch hatte, wie sie sich gekümmert hat, wie viel sie nachgefragt hat, auch nach dem, wie es den anderen geht. Also sie war ja nicht so eine Figur, die jetzt nur sich um ihr eigenes Leben und ihr eigenes Leiden gedreht hätte, gar nicht. Sie fragt immer auch nach, sie kümmert sich auch. Natürlich hat sie so Phasen, wo sie mehr auf sich guckte. Das ist auch, glaube ich, wenn man so krank ist, ist das so. Aber in den Briefen kommt sie eben auch als eine große Freundin und mit sehr viel Humor und witzigen Ideen rüber. Du bist ja auch dann nach Mexiko gereist. Wann war das? Oh, das war, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, welches Jahr das war, aber das ist schon ein paar Jahre her. Das war für meine erste Biografie, die ich über Frieda geschrieben habe. Und das war sehr, sehr wichtig. Also nicht nur in ihrem Haus zu sein, der Casa Azul natürlich in Coyoacán, sondern auch diese Pyramidenstätte zu sehen. Also dieses Land sozusagen in mich aufzusaugen, das ist für mich immer ganz wichtig. Das zu essen, was die Frieda mochte, das Licht zu sehen, die Blumen, die Tiere, die Nackthunde. Also das ist das Schönste an der ganzen Recherche natürlich, wenn man in das Land fahren kann und dann die Spuren entdeckt auch von dieser Person, um die es geht. Hast du da noch was so über sie entdeckt oder erfahren, was dich überrascht hat, was du so nicht erwartet hättest? Ja, also ich war tatsächlich von der Küche in der Casa Azul sehr überrascht. Ich meine, ich wusste, dass sie natürlich Wert darauf gelegt hat, den Tisch schön zu decken, wenn es Gäste gab. Das gehört ja auch alles so ein bisschen zu diesem ganzen Lifestyle bei ihr und Diego so dazu. Aber ich war auch sehr überrascht, diese Küche in der Casa Azul, die wurde benutzt. Also die hat auch wirklich sehr gerne gekocht, die Frieda. Und man spürte da so die Liebe auch zu den einfachen Dingen und dass sie diese Skulpturen, die sie gesammelt haben und diese Kacheln und diese Teller, das haben sie alles in der Casa Azul um sich rumstehen gehabt. Das fand ich sehr schön. Und du hast einen Menschen getroffen, der Frieda auch noch kennengelernt hatte. Ja, Raquel Tibol, ja. Ja. Das war natürlich auch sehr besonders. Also. Raquel Tibol, wer ist sie? Ja, sie hat Frieda kennengelernt. Sie hat, glaube ich, ungefähr ein Jahr vor Friedas Tod hat sie eine Zeit lang bei Frieda und Diego gewohnt und hat sich auch noch mal das Leben erzählen lassen von Frieda und darüber ein Buch geschrieben, Frieda Kahlo, ein offenes Leben. Das ist so die allererste, das ist keine richtige Biografie, aber so geht so in die Richtung. Und natürlich ist es schon so, dass Frieda Kahlo hat nicht jedem dasselbe erzählt. Also es gibt verschiedene Varianten von manchen Dingen in ihrem Leben. Also es ist nicht alles so, wie es da drin steht bei Raquel Tibol. Aber immerhin, sie hatte doch einen sehr guten Eindruck von ihr. Und sie ist auch irgendwie eine Legende. Und bei ihr im Wohnzimmer zu sitzen und ihr Fragen stellen zu können, das war schon sehr toll. Ja. Raquel Tibol, ja. Und dann war es ja eben so, du bist ja durch in Mexiko da rumgelaufen, wo Frieda gelebt hat. Und Frieda liebte ja auch Tiere. Ja. Sie hatte ja fast so einen kleinen Zoo, ne? Ja, so ein bisschen Menagerie war das schon in der Casa Azul, in dem Patio und im Innenhof. Da gab es eben diese Hunde, die Nackthunde. Und es gab ein Reh und es gab Enten und viele Vögel. Aber die Nackthunde waren ja eigentlich ihre Lieblingstiere. Ja, sie hatte auch einen, ne? Ja, sie hatten mehrere und dieser Dr. Scholottl war wohl ihr Lieblingshund, deswegen haben wir den ja jetzt auch hier bei uns da mal mitgebracht. Über den gibt es eine sehr nette Geschichte, denn er hat tatsächlich eines Tages auf ein Bild von Diego gepinkelt. Ja. Und Diego hat die Machete genommen und ist dem Hund hinterher und hat ihn gestellt in irgendeiner Ecke. Das kleine Tierchen hat ihn dann ganz mit riesengroßen Augen erschreckt angeguckt und dann hat er ihn dann hochgenommen und hat gesagt, Dr. Scholottl, du bist der beste
Kunstkritiker, den ich kenne. Und bei den anderen Hunden war es auch teilweise so, denen haben sie Namen von berühmten Kommunisten gegeben. Und das ist auch so ein bisschen der Humor von Frieda und Diego. Ne? Also zu sagen, Sitz Lenin oder Platz Stalin ist natürlich auch ein besonderer Spaß, den sich wahrscheinlich nur Kommunisten oder ehemalige Kommunisten leisten. Du hast ja auf Instagram, an deinem Instagram-Account auch einige Bilder aus deiner Recherche gepostet. Und eins fand ich auch wirklich... Und da muss ich auch mehrfach hingucken. Du hattest ja auch diese, da gibt es ja eine Statue oder so, also so eine Skulptur mit den Nackthunden. Und wenn man ein zweites Mal hinguckt, dann stellt man ja fest, dass sich um dieses Standbild, um diese Skulptur herum, ja, Lebewesen tummeln, ein paar echte Nackthunde. Ja, genau. Das war bei Dolores Olmedo bei der Sammlung, so ein kleines Museum oder ein relativ großes Museum, sogar ein bisschen außerhalb von Mexico City. Und die haben einen großen Park und da gibt es diese Nackthunde, da gibt es eben diese Skulptur und dann weil ich glaube, weil der Stein, auf der die Skulptur steht, so warm ist, deswegen legen sich dann die echten Nackthunde so gerne da drauf. Hunde gehen ja immer sehr gerne auf so warme Plätze. Ich muss sagen, ich fand Nackthunde am Anfang irgendwie nicht besonders schön. Mein eigener Hund hatte sehr lange, schöne Haare, aber ich habe sie dann eigentlich über Frieda doch... mögen gelernt, würde ich mal sagen. Ja, sie haben etwas Rührendes, ne, in ihrer Nacktheit. Ja, genau. Ja. Also das war ein wichtiger Teil eigentlich auch deiner Recherche, die Reise. Wo hast du denn sonst noch recherchiert? Also wie muss man sich das vorstellen? Wie geht man vor, wenn man eine solche Biografie oder eben auch einen solchen Roman schreibt? Was sind wichtige Quellen? Was sind so wichtige Vorgehensweisen? Also Bildbände sind sehr wichtig, natürlich, wenn man nicht immer vor Ort sein kann. Und meine Mexiko-Reise lag nun schon ein bisschen zurück. Paris, da musste ich ja jetzt auch recherchieren. Das kenne ich relativ gut. Aber ich habe trotzdem noch eine Reihe Bildbände mir besorgt. Also nicht nur über Frieda und Friedas Leben, sondern auch über die Orte nochmal, an denen sie war. Und manches zum Beispiel, also war auch sehr spannend, gerade in Paris habe ich dann ja gelernt, dass sie bei Mary Reynolds gewohnt hat. Die war mit Marcel Duchamp liiert. Und dann habe ich irgendwann auch die Adresse gefunden. Ich wollte auch mal wissen, wo war das denn, wo in Paris? Ich meine, das ist eine große Stadt. Und dann wusste ich, Montparnasse. Und dann habe ich die Straße gefunden und dann habe ich die mal bei Google eingegeben. Und dann habe ich, sah man bei Google eben, dass das so ein Halbmond war und dass sie da wohl gewohnt hat. Und dann habe ich bei Google Earth dann geguckt und habe dieses Männchen da hingesetzt. Und dann konnte man tatsächlich sehen, dass dieses Haus da noch steht. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Also das Internet ist tatsächlich auch eine sehr gute Recherchequelle inzwischen, finde ich, also für viele Dinge, ne? Ist wahrscheinlich momentan noch mal wichtiger, oder? Denn ich meine, Corona, Reisen, na klar. Mhm. Das ist natürlich schwierig zurzeit. Ja. Oder auch alte Aufnahmen auf dem Savoy Ballroom, wo Frieda mit Nick hingeht zum Tanzen. Das ist natürlich großartig, wenn man dann die Lindy Hoppers sieht, die da tanzen im Savoy Ballroom. Und man sogar gucken kann, wer spielte jetzt an diesem einen Abend, aber wer war grundsätzlich im Savoy Ballroom und trat da auf, damit ich da auch keine Fehler mache. Das ist ja auch sehr wichtig, dass man da keine falschen Sachen erzählt, finde ich. Also das ist mir schon sehr, sehr wichtig, dass die Fakten auch stimmen. Weil du gerade Bildband sagtest, du hast auch einen mit, wo die Kleider von Frida Kahlo drin sind. Denn ich meine, das ist auch so etwas, was auch Freude macht, finde ich, das zu lesen. Also du schreibst ja auch ganz viel, was sie trägt und womit, welchen Stoffen, mit welchen Farben sie sich umgibt. Und auch manchmal so ganze Assoziationsketten, ne, aufgrund dieser Kleidung. Ja, da ist natürlich dieser Katalog von der Ausstellung in Brooklyn letztes Jahr sehr, sehr wichtig, weil da gibt es wirklich, also der heißt ja auch Stilikone, Making Herself Up hieß, glaube ich, die Ausstellung. Und da findet man eben diese Kleider von Frieda, die Stoffe. Und ich habe tatsächlich ihr auch die Sachen angezogen in meinem Roman, die ich hier gefunden habe. Also nicht alles natürlich, aber ich habe schon auch davon gelernt, wie sie die Sachen kombiniert hat. Und dieser Mantel hier mit diesem Muster, der kommt auch vor. Also der Schmuck ist hier auch drin zu sehen. Also das ist natürlich fantastisch, wenn man sowas als Material findet. Aber ich meine, auch das war ja schon eine eigene Kunstform von ihr, ne? Also absolut, ja. Auch nochmal wirklich Ausdruck gesucht. Das war auch ganz, ganz ungewöhnlich. Also man kann nicht sagen, dass sich irgendwie eine bestimmte Gruppe Frauen so angezogen haben, sondern sie hatte einen ganz eigenen Stil, weil er eben so eine Mischung darstellte aus alten mexikanischen Trachten, präkolumbianischen Schmuck. Aber auch vielleicht mal was aus dem 19. Jahrhundert, was ihre Mutter noch im Schrank hatte, ein Samtcape oder so etwas. Mhm. Und das hat sie alles so gemischt, auch billige Glasperlenketten schon mal dazwischen gemischt. Also
oder Stiefel oder dann auch wieder hohe Schuhe, also ganz unterschiedliche Sachen, und das war so ihr ganz eigener Stil, ja. Ich denke gerade, ob das vielleicht auch so, ich meine, man sagt ja mal so, Angriff ist die beste Verteidigung. Ne? Nun war sie ja wirklich auch versehrt, sie hatte Schmerzen und hatte ja auch immer noch, ich glaube, eines ihrer Beine war auch ja, das ist sowieso immer lädiert, und der Fuß, ne? Auch, ja, der tat immer weh, der rechte Fuß, ja. War es auch ein bisschen eine Rüstung, die sie da trug? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es war was zum Verbergen, zum Übertünchen dieser Verletzungen. Aber es hatte verschiedene Ebenen, wie alles bei Frieda eigentlich verschiedene Ebenen hat, auch ihre Bilder natürlich. So war es bei der Kleidung auch. Denn sie hat sich mit dieser Kleidung auch so angezogen, was Diego liebte das. Also sie beginnt auch damit erst, nachdem sie mit Diego Rivera verheiratet ist. Vorher hat sie viel so kommunistische Sachen sogar getragen, also so Blusen mit Hammer und Sichel drauf und solche Sachen. Oder auch mal Herrenanzüge als Jugendliche hat sie auch ganz gerne getragen. Und dann ist sie mit Diego zusammen und Diego bekommt ja diesen Auftrag in Cuernavaca, dieses große Gemälde zu malen, wo er sozusagen die Geschichte der Indios und der Eroberung durch Cortés sozusagen mal von der anderen Seite zeigen will und die Indios eigentlich als die, ja eigentlich ihnen ein Denkmal setzt. Also die spanische Eroberung sozusagen negativ darstellen will, um die Indios hervorzuholen. Und Frieda hat genau verstanden, was Diego eigentlich wollte. Für ihn war das ja ein goldenes Zeitalter. Also die Zeit vor den Spaniern war sozusagen das goldene Zeitalter in Mexikos. Und sie hat sich eben mit dieser Kleidung auch sozusagen einen Platz in dieser Welt von Diego erobert und sich hineingeschrieben. Und insofern hat das eben dann auch nochmal eine ganz andere Ebene, diese Kleidung. Ja, ganz faszinierend. Und dann... Ich musste auch gerade daran denken, weil was du mal erzählt hattest, als wir vor einiger Zeit darüber sprachen, weil du die Casa Azul auch genannt hattest. Sie hatte ein Ankleidezimmer und es war sehr lange verschlossen. Ja, nach Friedas Tod hat Diego ihren persönlichen Besitz, also Kleidung, Schuhe, Medikamente, Briefe, auch noch manche Zeichnungen auch, eingeschlossen in einem Badezimmer oder in zwei Badezimmern. Und nach Diegos Tod sollte das eigentlich geöffnet werden, aber die Dolores Olmedo, die dann sozusagen das Sagen hatte, hat das dann nochmal verschoben und deswegen wurde das sehr viel später eigentlich erst geöffnet, diese Badezimmer. Und darin fand man dann eben ihre Kleider, das ist unglaublich, gibt es auch in anderen Bildbänden zu sehen, ihre Kleidung. Diese Medikamente, die Kosmetik, Schmuck, persönliche Briefe hat man noch gefunden, Ausstellungskataloge, die sie besessen hat, Bücher, also sehr, sehr viel Material, und das wurde dann erstmal langsam nach und nach als alles aufgearbeitet und präsentiert. Was für ein Schatz. Ja, absolut. Ja. Mhm. Ein Badezimmer und Kosmetika. Vielleicht lag auch ein Lippenstift darunter. Ja. Und es gibt ja wirklich eine schöne Szene, und ich hatte dich gebeten, dass du die unbedingt lesen musst. Denn jetzt sprechen wir die ganze Zeit schon über das Buch und über Frieda. Und natürlich wollen wir den Menschen, die hier zusehen, nicht vorenthalten, was du geschrieben hast. Ja, ich möchte diese Stelle lesen mit dem Lippenstift. Frieda geht mit einer Freundin zusammen in New York zu Elizabeth Arden, also große Mode-Queen oder Kosmetik-Queen in New York damals, und geht in diesen Beauty-Salon, in diesen Showroom, wo also alles rot und schwarz ist. Das sind also die Elizabeth Arden-Farben, und will sich einen neuen Lippenstift kaufen. Und was dann passiert, das lese ich jetzt. Die junge Verkäuferin bringt ein Tablett mit einer Auswahl von Lippenstiften, einem Handspiegel und einer Kleenex-Box. Bevorzugen Sie Rosé-Töne oder lieber dunkle Rottöne? Rot, sagt Frieda und nimmt einen der Stifte in die Hand. Goldfarbenes, schweres Metall, das gefällt ihr. Ihre Revlon-Stifte sind auch so. Sie entscheidet sich für einen Lippenstift mit dem Namen All Day Afternoon Red, ein warmes Weinrot. Vivian ist begeistert. Vamonos, wir gehen was trinken, sagt Frieda. Darf ich Ihnen noch unsere neue Puderkreation vorführen? Die Verkäuferin baut sich vor Frieda auf, damit sie nicht aufstehen kann. Frieda benutzt kein Puder, aber bevor sie etwas sagen kann, hat die Verkäuferin eine große weiße Dose geöffnet, tupft eine roséfarbene Puderquaste hinein, schüttelt sie in der Luft aus
und Frieda sieht eine zarte Wolke auf sich zuschweben. Glitzernde Funken blinken darin. Ihr wird eiskalt. Darf ich? Es ist unsere Neuheit und sehr beliebt bei den Kundinnen. Wie Sie sehen, hat Elizabeth Orden winzige Goldpartikel hineingemischt. Sie verleihen ihrer Haut einen besonders edlen Schimmer. Schauen Sie. Die Puderquaste nähert sich bedrohlich und Frieda reißt die Augen auf. Sie will »No, no, no« schreien oder wenigstens mit dem Arm das Gesicht vor der funkelnden Wolke schützen, aber sie sitzt da wie versteinert. Festgenagelt auf dem kleinen Sofa starrt sie auf die Wolke, die wabernd auf ihr Gesicht zusteuert und alles in einen Nebel einhüllt, in dem es golden aufblinkt. Sie weiß, dass die Wolke sie begraben wird und die Quaste ihr den Tod bringt. Frieda dreht den Kopf weg, aber die Quaste verfolgt sie und schon riecht sie den parfümierten, fedrigen Stoffball. Noch bevor er ihr Gesicht berührt, weiß sie, wie es sich anfühlt und dass sie keine Luft kriegen wird, wenn er sie erwischt. In diesem Moment ist sie wieder 18 Jahre alt und sitzt im ruckelnden Bus neben Alejandro. Sie hört das Quietschen der Straßenbahn, die sich in den Bus frisst. Sie erlebt noch einmal, wie der Aufprall sie von ihrem Sitz hochreißt, sie durch die Luft wirbelt und sie hart auf dem Boden aufschlägt. Da ist wieder der unsankbare Schmerz in ihrem Unterleib, als sich die Eisenstange durch ihren Körper bohrt, sekundenschnell und zugleich langsam wie eine Schnecke. Frieda will schreien und bleibt doch stumm. Sie reißt nur die Augen auf. Für eine Sekunde wird die Welt in gleißendes Licht getaucht und verliert ihr Geheimnis. Lächerlich, dass das Ganze nicht einmal eine Minute dauert. Es sind nur wenige Sekunden, die alles verändern, ihr Leben und das von anderen. An diesem Nachmittag des 17. September 1925 im Zentrum von Mexiko-Stadt werden manche Menschen bei dem schweren Unfall sterben, während andere nur eine Schramme davontragen. Der Anstreicher, der neben ihr im Bus gestanden hat, geht unverletzt nach Hause. Als er zur Tür hereinkommt, fragt ihn seine Frau, wo das teure Goldpulver ist, das er kaufen wollte. Mit leiser Stimme, so leise, dass seine Frau nachfragen muss, erzählt er ihr, das Paket sei bei einem Unfall verloren gegangen. Sie beginnt zu klagen, aber da nimmt er ihre Hand, ganz sanft, wie es sonst nicht seine Art ist, und jetzt flüstert er nur noch, das Pulver sei über einem jungen Mädchen zerplatzt, das wie tot auf dem Boden gelegen hätte. Die Augen weit aufgerissen, ihr junger Freund habe weinend neben ihr gehockt. Sie sei bestimmt gestorben, denn eine Eisenstange habe sie durchbohrt, das habe er zwischen ihren zerfetzten Kleidern erkennen können. Er habe gesehen, dass sein Goldpulver sich auf ihrem blutigen Bauch verteilt habe. Und das kann doch niemand überleben, sagt er zu seiner Frau, die inzwischen ganz still ist und sich hingesetzt hat. Oder das Mädchen sei fortan verkrüppelt, für immer gezeichnet. Die Frau des Anstreichers schweigt und lässt ihn für den Rest des Tages in Ruhe. Sie werden auf neues Goldpulver sparen. All das sieht Frieda, während sie auf die Puderquaste von Elizabeth Arden starrt, und endlich schießt sie doch vom Sofa hoch, stößt die Verkäuferin weg und hastet aus dem Verkaufssalon ins Treppenhaus. Schwer atmend lehnt sie sich an das Geländer, lässt sich auf die Stufe sinken und schließt die Augen. Aber es nützt nichts, weil der Albtraum noch nicht zu Ende ist. Ihr Albtraumfilm geht weiter. Während Vivian den Lippenstift bezahlt, Friedas Umhang und Tasche aufsammelt und die Verkäuferin weint, weil sie gestürzt ist, sieht Frieda das Puppentheater ihres Lebens von oben. Der Tod ist der Spieler. Er hat die kleine, blutende Frieda-Puppe hochgerissen und mit hinter die Bühne genommen. Dort hält er sie in das grelle Licht der Wahrheit, das sich hinter den Kulissen befindet. »Schau her«, sagt er zu ihr, »schau dich um, vielleicht bist du bald wieder hier.« Dann hatte er sie zärtlich wieder in den Bus gelegt, der halb zerdrückt auf der kleinen Bühne steht. Er hatte das Goldpulver über ihr verstreut und war verschwunden. Frieda hatte auf dem Rücken gelegen, aufgespießt und zerquetscht, und sie hatte in viele erschrockene Gesichter geblickt. Da war Alejandro, dessen Augen so aufgerissen waren wie ihre, seine Tränen tropften auf ihre Wangen. Sie wollte ihm sagen, sie hätte jetzt alles gesehen, was es auf dieser Welt zu sehen gäbe. Er solle ihr die Augen schließen und sie sterben lassen. Später waren es die aufgerissenen Augen der Ärzte und Schwestern, dann die ihres Vaters. Jeder, der sie sah, hatte zuerst die Augen aufgerissen und dann den Blick abgewandt. Niemand konnte dem standhalten, was ihre Augen sagten. Ich kenne das nichts. Ich habe alles gesehen.
Jahre später hörte sie, wie jemand Diego fragte, warum malt Frieda den Unfall nicht? Vielleicht würde es ihr helfen. Sie malt ihn ja, war seine Antwort gewesen. Sie malt ja nichts anderes. Der Unfall steckt in jedem verdammten Bild von ihr. Frieda schaut die Welt anders an als wir alle. Da wusste sie, dass sie Diego für immer lieben würde. Er war der Erste, der sie verstanden hatte. Er stellte eine Verbindung her, die der Unfall durchtrennt hatte, und schloss damit die Lücke. Endlich konnte der Strom wieder fließen. Ohne ihn hätte sie nicht weiterleben können. Ja, vielen Dank. Ich muss tatsächlich schlucken. Also das ist so etwas, da wird einem nochmal die Tragweite eigentlich an dieses Erlebnisses bewusst. Und wenn ich hier ein bisschen rumwedel, dann liegt es einfach daran, dass es hier eine unglaublich freche Fliege gibt, die sich die ganze Zeit versucht, auf meine top gepuderte Nase zu setzen. Aber da Frieda ja Tiere liebte, passte es ja. Ja, genau. Die passt auch es dabei ja auch sein. Irgendwie. Vielleicht ja, genau. Hat der Hund sie mit reingeschleppt. Oder ja, so. vielleicht. ja, ich meine, da merkt man natürlich auch, also die tiefe Verbindung ist einfach auch sehr spürbar, ne, zwischen Frieda und Diego, was einem dann nochmal bewusst wird. Und ich meine, an solchen Kleinigkeiten oder an solchen Szenen, selbst wenn er in diesem Jahr nicht so eine Rolle gespielt hat, tja, er bleibt halt da. Er bleibt halt da und sie kommt eben auch letztlich nicht von ihm los, niemals, beide nicht voneinander. Ja. Und das hat eben seine Gründe. Das heißt nicht, dass sie sich nicht zwischendurch beide in andere Menschen verliebt haben und auch vielleicht versucht haben, wirklich auszubrechen. Aber letztlich bleiben sie getrennt verbunden, wie sie es sozusagen, wie ihr Haus auch war. Also eine ungewöhnliche Erscheinung, ein ungewöhnliches Leben, Frieda. Und es ist jetzt in der Buchhandlung das Buch, der Roman Frieda von Maren Gottschalk. Geht hin, kauft es, lest es, verschenkt es. Ja, gerne. Und ja, damit würde ich sagen, schließen wir für heute. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich danke dir für deine schönen Fragen. Und viva la Frieda. Viva la vida.